yeah. Oh, yeah. Mistake of the Friday. Turn the summer into the children, don't grow up. Our bodies get bigger, but our hearts get torn up. We're just a million little gods, got brainstorms, done another good thing to us. That's okay. See, I'm missing life. Well, bro. Cause I guess we'll just have to Protestcamp am Oranienplatz geschrieben worden ist und hier auch ausliegt. Wir haben so einen kleinen Infotisch hier. Am 24.10. traten etwa 20 Flüchtlinge am Brandenburger Tor in Berlin in einen unbefristeten Hungerstreik. Damit führen sie ihren Kampf um die Anerkennung aller Asylsuchenden als Flüchtlinge konsequent in das nächste Stadium. Ihre Forderungen sind die Abschaffung des Abschiebegesetzes, die Anerkennung aller Asylsuchenden als politische Flüchtlinge, die Abschaffung der Residenzpflicht und die Abschaffung der Lager- und Sammelunterkünfte für Flüchtlinge. Mehrere Tage und Nächte harren sie bisher schon auf dem Pariser Platz aus. Die Polizei hat ihnen ihr Zelt abgenommen und jede Decke, jeden Schlafsack, jede Isomatte, selbst Rettungsdecken zum Schutz vorm Auskühlen. Dies alles wäre nicht vom Versammlungsrecht geschützt, lautet die vorgeschobene Argumentation. Dabei ist mehr als offensichtlich, dass es darum geht, den Widerstand der Hungerstreikenden zu brechen, sie zu schwächen, damit sie ihren Kampf aufgeben. Dabei riskieren die Politik und ihre ausführenden Kräfte die Gesundheit und das Leben der Flüchtlinge. Wir möchten an dieser Stelle alle Menschen dazu aufrufen, ihre grenzenlose Solidarität mit den Hungerstreikenden auszudrücken. Treten Sie selber in den Streik gegen dieses rassistische System, das den Flüchtlingen ihre Menschenrechte verweigert. Kommen Sie zum Brandenburger Tor und schützen Sie die Flüchtlinge vor Übergriffen der Polizei. Bringen Sie heißes Wasser, Tee, Reiserucksäcke und Wärmflaschen und setzen Sie sich, wo Sie können, dafür ein, dass die Forderungen der Flüchtlinge umgesetzt werden. Die Unterdrückung und Missachtung der Rechte von einzelnen Gruppen ist nur dann möglich, wenn die Mehrheitsgesellschaft ihre Augen verschließt. Solidarität mit den hungerstreikenden Flüchtlingen am Brandenburger Tor und mit allen Flüchtlingen in Deutschland
und auch in allen anderen Ländern, die nicht menschenrechtsmäßig behandelt werden. Und nochmal kurz zur Info, die Geflüchteten, die im Moment hier vor dem Brandenburger Tor am Streiken sind, befinden sich gerade in der Verhandlung mit der Regierungsbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration. Es wäre sehr schön, wenn sie alle noch länger bleiben könnten. Ideal wäre es, wenn sie die Nacht hier bleiben könnten und auch die nächsten Nächte, weil die Polizeirepression während der Nacht oft einsetzt, wenn nicht die Touristen hier unterwegs sind. Es wäre auch schön, wenn wir gleich die Geflüchteten, die Protestierenden hier wieder empfangen können, wenn sie zurückkommen von der Verhandlung. Und wir bitten alle, die sich solidarisch erklären, diese Solidarität auch zu zeigen, herzukommen und den Menschen hier zu zeigen, dass sie eben nicht alleine sind, dass viele Leute daran interessiert sind, für die Menschenrechte zu kämpfen, für die auch die Geflüchteten hier vor Ort kämpfen. Und sie werden sich dem nicht einfach unterkriegen lassen von der Polizei und von der Politik, von den Repressionen hier. Sie wollen nicht Mitleid. Sie wollen zeigen, dass sie kämpfen. Also, wir bitten sehr um die Solidarität, die man auch sehen kann. Vielen Dank. Get up, stand up, don't give up the fight. Und die Menschen, die hier sind, die kommen aus Ländern, wo sie schon sehr viel Leid und Elend erfahren haben. Und es gibt Menschen, die ziehen das durch bis zum Tod. Also ich habe mal eine kleine Reportage gemacht über das Tayyad-Komitee. Zu dem Zeitpunkt 2004 gab es 108 Menschen, die aus Protest sich zu Tode gehungert haben. Und es ist kein Joke, was diese Menschen halt hier in Deutschland zu erleiden haben. Und es ist einfach unwürdig, wie mit ihnen umgegangen wird. Das ist die eine Sache. Ich selber bin heute auch aus dem Knast entlassen worden. Ich bin einer der letzten Künstler im Tachlis Arthaus, was es immer noch gibt. Die Tachlis Art Akademie. Und wir haben dort sehr viele Repressalien erfahren. Rechtsmissbräuche von hinten bis vorne. Auch meine Verhaftung hat damit zu tun. Und dieses Projekt Tacheles, das ist ein absolutes Kunsthaus, wo sehr viele internationale Künstler da waren. Die meisten, die dort waren, waren immer internationale Leute, internationale Künstler. Und das war für Menschen, besonders auch aus Südamerika, ein sehr wichtiger Ort, weil sie einfach herkommen konnten und arbeiten konnten. Sie konnten ihre Kunst machen, konnten davon leben und konnten weiterziehen, vielleicht nach Asien. Solche Dinge werden immer weiter herausgedrängt und dieser Song von Tapete hat das vorhin super genau auf den Punkt gebracht. Wir dürfen uns nicht einfach wegschieben lassen. Wir müssen aufstehen und stehen und diese Menschen hier unterstützen. Und solche Projekte müssen einfach gefördert werden. Die Menschen brauchen ein faires Dasein. Und gerade die deutsche Geschichte zeigt ja schon, wo uns das hingebracht hat. Und jetzt ist es einfach nur viel subtiler. Und ich möchte auch daran appellieren an die Polizisten, dass sie einmal wirklich darüber nachdenken, was sie tun. Sie sollten sich auch mal mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen, auch mit der Geschichte der BRD, auch mit den Personenstandsgesetzen innerhalb dieser BRD GmbH, die auch kein Staat ist. Die haben auch keine Verfassung, die haben ein Grundgesetz. So lange, bis das deutsche Volk die Kraft hat, eigentlich sich selber eine Verfassung zu geben. Auch ist zu sagen, dass die deutsche Fahne umgedreht worden ist. Sie war nämlich ursprünglich schwarz, rot, gold, von der Dunkelheit in die Licht. Okay, ich danke euch für euer Ohr und die Leute wollen hier die PR wegschaffen. Okay, Solidarität mit den Refugees. Ja, danke für den Exkurs. Ich habe eine organisatorische Durchfrage, ja. Und zwar, wir haben in 10 Minuten da oben eine Pressekonferenz. Die ist allerdings irgendwie da oben im zweiten Stock und da kommt irgendwie gerade die Presse rein. Wer ein Device hat, womit er irgendwie streamen kann, also irgendwie live das ins Internet senden, der bitte sofort bei mir melden, weil wir haben gerade niemanden oben. Und es wäre extrem genial, wenn da jemand wäre, der das machen könnte. Okay. Achso, okay, danke, ich habe einen.
Das ist nicht mein Redebeitrag, sondern es ist einer, der von den Refugees selbst ausgearbeitet wurde. Und das aus dem Grund, dass die Refugees natürlich in erster Linie, also die im Vordergrund stehen sollen und nicht einfach irgendwelche Leute für sie sprechen. Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ihr es alle mitgekriegt habt, aber die Leute hier sind im Hungerstreik. Seit 8 Tagen im Hungerstreik. Nur so viel erstmal jetzt von mir. Ich weiß nicht, ob ich das bewusst bin. Das ist was runtergefallen. Ja, gut. Also die Refugees, die sich hier versammelt haben, sind wie gesagt im Hungerstreik. Heute ist der 8. Tag, an dem sie nichts gegessen haben. Heute ist der 8. Tag, wo sie hier am Brandenburger Tor sind. 8 Tage unter freiem Himmel. Die Regierenden allerdings, die wollen uns hier nicht haben. Die wollen die Refugees hier nicht haben. Ein Zelt ist nicht erlaubt. Isomatten, Schlafsäcke und anderes Campingmaterial sind verboten. Warum? Die Regierenden wollen uns hier nicht haben. Doch wir bleiben. Die Menschen, die hier angekommen sind am Brandenburger Tor und in Berlin, am Oranienburger Platz, haben sich auf den Weg gemacht, um sich in der Hauptstadt Gehör zu verschaffen. Hier ist der Sitz der Regierung. Hier am Brandenburger Tor sind wir ganz in der Nähe der Regierung. Das geht ja schon seit 7 Monaten, der Protest. Und seit diesen 7 Monaten haben die Verantwortlichen in der Regierung so getan, als wären sie taub. So sind die demonstrierenden, protestierenden Geflüchteten zu Fuß von Würzburg hier nach Berlin gelaufen. Leute, das sind 600 Kilometer. Aber nicht nur gelaufen, sondern eine wesentlich längere Strecke auch mit dem Bus gefahren. Die Geflüchteten sind hier, um zu zeigen, wie sie hier in Deutschland behandelt werden. Das sind Menschen, die an den Rand der Gesellschaft abgeschoben werden, die zwangsweise in Wohnheime, Orte, die weit ab von vielen Städten sind, Orte, die verwahrlosen, dorthin werden sie abgeschoben. Orte, wo sie nichts tun können. Sie können nicht studieren, sie können nicht arbeiten. Deutschkurse sind verdammt teuer. Die haben wenig Geld. Die haben weniger als ein Hartz-IV-Empfänger. Diese Situation müssen sie über Jahre hinnehmen. Sie warten oft länger als 10 Jahre auf ihre Anerkennung. Dabei können sie allerdings jederzeit deportiert werden. Also die Polizei kann morgens vor der Haustür stehen und sagen, jetzt geht's ab, los, rein in den Charterflug. Jetzt geht's in die vermeintliche Heimat zurück. Das ist eine Situation, könnt ihr euch vorstellen, die sie mental und psychisch zerstört. Und das beschreibt nur einige der eklatantesten Missstände hier, die sie hinzunehmen haben. Moment, ich bin gleich soweit. Ah ja, jetzt sage ich mal, was die Forderungen hier der Leute sind. Moment. Und zwar soll das Abschiebegesetz abgeschafft werden. Das ist die erste Forderung. Die Asylsuchenden sollen alle als politische Flüchtlinge anerkannt werden. Und das ist keine Bitte, nee, das ist eine Forderung. Sie wollen die Abschaffung der Residenzpflicht. Und als viertes wollen sie die Abschaffung der Lager- und Sammelunterkünfte.
Unterkünfte für geflüchtete Menschen. Deshalb, liebe Leute, kommt zum Brandenburger Tor und seid solidarisch mit den Asylsuchenden. Da ist ein Widerstand gegen Rassismus. Das geht uns alle was an. Ihr könntet in derselben Position sein wie die Leute. Und ihr habt verdammtes Glück, oder viele von euch, dass ihr hier in Deutschland leben dürft. Ihr geboren seid und den deutschen Pass habt. Andere Leute haben das nicht. Ja. Kommt zum Brandenburger Tor, seid solidarisch, bleibt hier im Regen mit den Leuten, dass die Polizei uns hier nicht räumen kann. Wir wollen hier bleiben. Danke.